das hat gebuttert. Dieses Splosh-Ding haben extrem viel Reichweite mit dem Schaden. Darauf konzentriert, nicht zu sterben gewesen. Alter, du kannst mir ja noch nicht mal in meinem Hirn machen, ey. Außerdem habe ich jetzt wieder eine weitere Reparaturmaterialie. Das soll also schon mal was gehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Materialien, die ich weiter oben zerstören muss, um an meine Rohstoffe zu kommen, deutlich härter nochmal sein werden als der Kram hier. Cool. Tag.
bitte. Jawoll. Noch ein American und ein richtig gutes Upgrade fahren wahrscheinlich noch. Angehen. Die Bombe. Oh, schön, die sterben jetzt schnell. Upgrades, Upgrades, Upgrades. Dip, dip, dip. Habe ich eben vergessen zu bauen. Sowas rächt sich nachher immer, wenn man um die Ressourcen ausgehen. Weil man nicht rechtzeitig eine Ressource abgebaut hat oder angefangen hat abzubauen. Knapp mehr als 5 Minuten über dieser Wolkendecke und bis wir seit dem letzten Leviathan-Angriff. Aber immer noch in diesem Gebiet hier. Das heißt, ich muss immer noch die Spider besiegen und immer noch den höheren Level erreichen. Und beim dritten Leviathan-Angriff werde ich wahrscheinlich automatisch sterben. Also. Fakus gigantisch hüllos. Ich meine, ich beschwere mich nicht über die Verfügbarkeit von Reparaturmaterialien. Auch wenn das hier nicht aufgewertet ist, gibt der immer noch einen kleinen Bonus, den ich jetzt gut gebrauchen kann. Ja. Thank you.
dass diese ignoranten Quarantäne-Pandemie nicht gegen Shiva helfen nervt. Ich will endlich mal eins der Nester sehen. Ich werde sowieso noch mal einen Trip machen müssen, habe ich das Gefühl. Das sind dermaßen viele Sachen hier. Oh, hier scheint was zu sein. Das ist eine Kammer für eine Waffe. Fuck, vielleicht ein paar grundlegende Upgrades in den Generator stecken sollen. Keine Sorge, da kommen wir gleich nochmal zurück. Das muss echt fies sein gegen die andere Spider, wenn ich das einsetze. 15 Punkte, aber dafür alle 10 Sekunden Rakete von den Drohnen. Ich habe davon wie viel rumfliegen? 2? Potenziell 3? Aber diese Ressourcen kriege ich halt erst im nächsten Gebiet wirklich verfügbar.
einen ganz kleinen Boost mehr. Wir wissen, was dahinter ist. Wie gesagt, das muss eine Waffe sein. Aber ich habe jetzt eigentlich noch keine neue gesehen gehabt. Scheiße, bleib hier. Eingang zu einer gewaltigen inneren Kathedrale. Du hast einen Railgun gefunden, eine Waffe, die einen Ladungsstrahl abfeuert, der umso mehr Schaden verursacht, je länger abgefeuert wird. Maximale Aufladung durchdringt der Schuss alle Gegner. Das ist das Ding, was die andere Spider hat, oder nicht? Das könnte sehr interessant werden. Da geht's nochmal rein, Alter. Schauen wir mal, was wir mit der Railgun an Upgrades fahren können. Wenn du einen Gegner triffst, prallt der Strahl ab und fügt dem nächstgelegenen Gegner 20% Schaden zu. Das ist schon mal nicht schlecht. Kondensatorspannung plus 20% Schaden. Gerne, her damit. Ladegeschwindigkeit auch her damit. Jawohl, erhöht den Schaden von auch die Aufladungsdauer um 20%. Wow. Ein vorgeplanter Schuss hat eine Chance von 25%, den Gegner zu töten. Die Frage ist, funktioniert das gegen Bosse? Okay. Piu-piuen wir mal den Boss. Deine eigene miserable Sinn und Willen musst du beseitigt werden. Der Witz ist, seine blöden Raketenminen, die er abschießt, könnte ich jetzt eventuell beseitigen. Mount Shogun würde ich sagen. Ich habe ihn besiegt! Fuck, die Raygun ist geil! Auch wenn ich kein Freund von Aufladungswaffen bin, aber in manchen Fällen sind die einfach nur super geil. Ich mag die Railgun aus Red Faction 1. Außerdem die eine coole Nachladeanimation. Wir sind auf der Mondoberfläche gelandet. Ups, das war die falsche Taste. Oh, das ist ein versiegelter Bereich. Ist das ein Nest? Eins von den Quarantänegestellten?
könnten wir hier vielleicht mehr als nur Ressourcen. Die ganze Technologie würde dafür sprechen. Komm schon, welche Materialien kriege ich hier? Ich muss beide... Das ist ja ein Zwei-Minen-Typen wahrscheinlich sein. Also wird die eine für die quadratische und die andere für diese verwurstete Ressource. Oh! Drei Ressourcentypen. Eine wird sich für die Minen verteilt haben. Ich habe nicht mehr lang bis zum letzten Leviathan-Angriff. Theoretisch letzten Leviathan-Angriff. Da! Oh, was ist... Ah, das ist das. Okay. Okay, die Viecher sind neu. Noch verbunden oder nicht? Das ist auch die erste Minensorte, die halt eine andere Art von Eingang hat. Ich meine, dieses Siegel, was da drauf klebt. Bis jetzt hat das noch gar keine Minus in der Form gehabt. Jetzt bin ich mal gespannt. Der Leviathan-Angriff steht bevor. Ein neues Auge. Natürlich. Warum auch nicht? Das große amorphe Monster, das riesige Tentakel aus sich herausbilden kann und dieses Hyrax auf die Mauer schickt, die alle möglichen Formen haben kann, selbstverständlich ein neues Laserkanonenauge herausdrücken. Alter! Fuck! Wie soll ich den jetzt besiegen, bitteschön? Okay, neuer Plan. Wenn ich das nächste Mal durch die zweite Wolkendecke durch bin, der Spider auf die Fresse gehauen habe, nach oben durchkomme und dann renne ich einfach. Ich renne einfach nach oben und gucke, ob ich noch irgendwas finde, was ich benutzen kann, weil dreimal das Vieh auf der Arme. Ich bin froh, dass ich rechtzeitig in die Spider zurückgekommen bin, dass ich die eine Ressource noch abgeben konnte, die ich für die Upgrades brauche. Und ganz ehrlich, oh, gibt es Neuigkeiten von deiner Aufklärungsdrohne, Jill? Noch nicht, wieso? Dieser Levitan macht mich wahnsinnig. Hat er schon wieder was angestellt? Ja, kann man so sagen. Weißt du noch, wie ich es geschafft habe, sein Auge mit dem Kern zu durchbohren? Als du dachtest, du hättest ihn getötet? Ja, tja, jetzt hat er sich ein neues wachsen lassen. Naja, vielleicht kann ich dir dabei helfen. Und du hast einfach nichts gesagt? Naja, die Kernprotokolle sind nicht das, was man als leichte Lektüre bezeichnen würde.
Ihre Technologie, wer auch immer sie sind, sind den unseren weit überlegen. Ich habe das erst vor kurzem verstanden. Was hast du herausgefunden? Ich glaube, es gibt eine Möglichkeit, eine kleinere Kopie des Kernstring-Projektors zusammenzustellen. Klein genug, um auf deine Spinne zu passen. Ich kann eine Kanone auf meinem Ding packen, dass das Auge rausrastet. Und was macht dieser Projektor? Es ist das Ding im Kern, das das Auge des Leviathans durchbohrt hat. Ja, her damit. Aber klar doch, Boss. Ich habe zufällig ein ganzes Lager der unsichtbaren Wächter zur Hand. Ja. Ah, ich verstehe. Wie viel? Sehr viel. Es ist sehr teuer. Alter. Nein, das wird... String-Projektor des Kerns, Level 1. Eine kleinere Kopie des Waffe des Kerns feuert einen Strahl ab, der die Vertan-Rüstung durchdringen kann. 250.000 will die dafür haben, plus noch eine der Gems. Gut, dass ich genau das gerade zur Hand habe. Fuck me! Fuck me! Upgrade von diesem Ding, weil das den beim zweiten Durchgang durchaus helfen kann. Die Frage, die sich mir jetzt gerade stellt, kann ich mit dem Kern... Das muss ich erstmal eben testen, das Teil. Ich habe eine neue Waffe. Sie funktioniert genau einmal. Gegen ihn ankomme. Ich weiß, ich verschwende jetzt das Reparaturkit dadurch, aber... Oh, tatsächlich lädt sich die Kanone auf. Das wollte ich nur testen. Okay, ich habe jetzt die Ressourcen verloren und was weiß ich, was scheiß drauf. Aber theoretisch kann ich damit den Leviathan jetzt direkt beim ersten Kampf das Ding ins Auge hauen und beim zweiten Kampf lädt das Ding immer noch auf und beim dritten Kampf kann ich das Auge rösten. Das ist mein Gedankengang dabei, aber ich möchte jetzt eine Pause machen. Also danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss und tüdelü.